Willkommen zu Hogwarts Legacy, zur Mission Das letzte Behältnis. Ich gehe davon aus, ich habe zwar die Mission vorneweg auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich die letzte Mission von der Hauptstory sein wird, weil wir jetzt Hogwarts verteidigen müssen vor Runrock. Und deswegen gehe ich davon Viktor Rookwood aus, ist tot. dass danach schlecht Er griff an, als ich Schluss ist. Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Ich bin froh, dass ich ihn stoppen konnte. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut, ist die was Hüter warten fügt schon. und lasse so alles erlebt. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Das hier muss der Weg zum Behältnis sein. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Die Musik dazu, der weiß auf jeden Fall, dass es gegen Ende geht. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Was? Ja, da kommen wir doch schon. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Gehen wir. So, da haben wir unsere Lieblings-Bücher parat. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Zum Weit kämpfen wir jetzt raus. Impulso! Ich
Wir müssen weiter. Renner muss hier irgendwo sein. Dieser Bohrer steht zwischen uns und ihm. Verschieben wir ihn. Ich regle das. Augenblick. Sehr aufmerksam, mein junger Kron. Es klappt. Weiter. Wie sagt die dunkle Bieselaner? Renlock muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht, Professor. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitersuchen. Lumos! Revelium. Sie noch mehr Kobolde. Imperium. Defender. Bombarde. Defender. Kurzi. Wenig Glück gebracht. Wir kommen näher, Professor. Da lang. Was ist denn da drüben los? Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Sie schaffen das.
damit zeigen? Ich zeige dir, wer das Sagen hat. Ich komme genau rechtzeitig, Professor Hackett. Bitte nichts machen. Zwei solche Hüter. Wir haben es geschafft. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam,
George, ihr Freund Lodcock und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben Sie jetzt damit? Bis öffnen. Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht noch länger brach liegen. Nach allem, was Sie gesehen haben? Was ist mit Isidoras Schicksal? Isidora verschwendete ihre Fähigkeit, um andere vor sich selbst zu retten. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was mit dieser, meiner Macht geschieht. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie sollten doch von uns allen am besten wissen, was für Schmerz und Elend das bedeuten könnte. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Ranrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, richtig tuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf. Incendio!
Kaliyama, Descende, Protego! Impendio! Defindo! Pampada! Schmeißen. Impulso. Akio.
Akio! Ich muss ja gucken, was mir gefällt. Ich muss ja immer mit dem Fighter so den Namen wechseln. Das ist. Hier muss ja ein Eisungszauber ist drauf. Ah, halt, aber was auf Schutz geht. Da oben war noch der Flug drauf. Ja, hier. Ja, geht das so auf den Keks her. Descendo! Hä? Wo bist du denn Blödsinn, Alter? Vielen Dank, Miriam. Für alles. Was? Also, ich sag, der Endkampf, der war schon. Empfehlen, geht da voll Material rein. Das ist schon krass. Professor Elea Safik. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor. Und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen.
und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Was gemacht? Kann man nicht anders sagen. Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen, und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rookwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahres erreicht. Deine ZAG ist nah und es ist Zeit, dein Vollständigen-Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließ alle noch offene Beziehungsgeschichte und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch.
Jetzt haben wir aber rein theoretisch das komplette Spiel, haben sie ja gesagt, abgeschlossen. Von der Hauptstory. Oder haben wir jetzt noch Aufträge, von denen wir nichts wissen? Harlows letztes Gefecht. Okay, es geht noch weiter. Bereite dich auf die ZAGs vor. Ja, das werden wir noch machen. Schön, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Und den Rest machen wir dann alles in den nächsten Videos mit. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin.